Und da sind wir wieder bei Vegas Swift mit mir, Sefi und Jutes. Hi. Ach, nicht schon wieder. Okay, bei dir. Ich fühle mich jetzt sehr sicher. Aber die Käfer kommen. Die Käfer kommen. Wo geht's hier lang? Ich weiß nicht, kannst du auch nicht mal eine Runde latschen? Wenn du dir nicht sicher bist. Ja, du nur vielleicht wie hier eine Schatztruhe oder so. Naja, was soll's. Alles kein Problem. Da steht gleich was auf. Ja, Leute, ich würde gerne einen. Das geht immer noch am besten. Das ist weiter rein. Ja, ob die nochmal dran ist. Wozu bin ich denn? Ich bin so schwer. Ach ja, eine Bombenablage, wie sie im Bilderbuch steht. Wo waren wir? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht gleich was wieder auf. Yep. Alter, der fliegt daher förmlich rüber. Jetzt haben wir doch gut hingekriegt. Ja. Mit ein paar typischen Bombschwierigkeiten meinerseits. Ach, wann gibt's die nicht? Es ist kein echtes Vegas-Hilf, wenn nicht. Das stimmt. Müssen wir jetzt zurück? Ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Ach, das. Ach, das. Gosi-Vieh, Gosi-Vieh. Ich bin immer der Meinung, als Wolf kommst du hier leichter durch. Was schaffst du? Ich glaube an dich. Okay. Den Rubin lasse ich aus Prinzip liegen. Das ist eine Tür. Ja, du wolltest das Ding dann noch kaputt machen. Ja, es tut mir leid. So, war jetzt aber zwischen den Kühlen. War es nicht das Skelett? Yeah! Hier ein Runenstück. Totenkühlen, immer nicht. Girahim, bist du das? Das würde sein Vorgänger sein. Sein Nachfolger. Stimmt. Das wäre so lustig, wenn du so als Wolf dann bist und das ist so ein ganz kleiner Pupsmenschen hält. Anders nur. Ja, ich glaube, du musst den Pups angreifen, der Schwert führt. Okay, also Wolfi.
weil es macht keinen Sinn, gegen ein Schwert zu kämpfen. Damit kann ich arbeiten. Ich dachte, das war anders. Ich geh mal wieder zum Mensch, ne? Jo. Ich kann ja mitten da schlecht als Pfeil missbrauchen. Apropos Pfeile. Junge, ich will dich anvisieren. Ey, Aug um Aug hier, ne? Ich kann ihn nicht anvisieren, das tut mir leid. Ey, ich hab eigentlich B gedrückt. Hui! Jetzt nicht mehr. Batman! Das haben wir doch ganz gut hingekriegt, möchte man meinen. Ja. Diese Augen. Ich glaube, es soll den Spiegel darstellen. Das ist gut, ja. Hier so. Oder die Chica? Ja, ich glaube, da hätte man das so drüber noch ein anderes Zeichen gehabt. Ja, die haben ja höchstens noch diese Träne. Ja, oder das. Oh, ein neues Item. Was kann es sein? Du erhältst den Gleiter. Mit seiner Hilfe kannst du dich vom Boden lösen und im Gleitflug Hindernisse überwinden. Wie auch immer diesen Kram ausgedacht hat. Öffne mit Hilfe von Minus den Itembildschirm und lege ihn auf B. Drücke noch einmal B, um ihn zu verwenden. Drücke während des Fluges B, um durch die Drehung des Gleiters durch deine Gegner anzugreifen. Ja. Wie auch immer der den so locker flockig wegsteckt. So. Das ist Link. Als wenn er so den Schuh so aufsaugen. Ach, der Raum. Ach, der Raum. Hui. Ein Herzteil! Sammle zwei weitere und du hältst ein zusätzliches Herz. Yay! Ich glaube, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Ja. Dass einem das auch noch passieren kann. Gleiter? Ich finde das mal so witzig, wie man den da durch die Beine rasieren kann. Ah, ich glaube, das Schwert ist bei dem effektiver, oder? Ja. Yep.
will doch nur die Schildattacke machen. Ist das denn so schwer? Einen Augenblick. Nice one. Danke. So viele Herzen. Lass mich raten, Rubinen? Pfeile? Bomben? Ach, die dürfen wir mitnehmen. Die hat sich jetzt noch links in den Schuh gestopft oder was? Autsch, 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 autsch. Klar, okay, so. Und dein Gleiter ist wieder weg. Alter. Ach, die blöden Dings braucht ja auch keine Sau. So. Hurra! Nice one! Danke. Oh, was kann da drin sein? Ein Überraschungsei. Echt? Ja. Ah, ich mag Überraschungseier. Du erhältst den Masterschlüssel. Er öffnet dir den Weg zum Boss dieses Dungeons. Nice one. Wo ist denn der Dungeon? Ach ja. Ja. Perfekt! Ich dachte immer, beim ersten Mal der Gleiter wird jetzt da drinnen. Ja. Vor allem, Link muss das auch voll schlecht werden, der andere Weiger. So wie er sich da im Kreis dreht. Ja, du musst doch da auf den mittleren Part. Ja, ich weiß, ich bin mir sicher, was hier so ist. Ich werde auch Abschlag springen lassen. Das war ziemlich gut. Achso, es geht ja gleich. Wenigstens versinken wir nicht im Treibsand. Nochmal. Link, schon wieder habe ich Sand in meiner Unterhose. Oh. Muss ich von ganz oben? Ich weiß gar nicht mehr. Also so fast von ganz oben. Ich dachte, es war so ein Vorsprung, weil das würde schon reichen. Mhm. Oder dass man von da oben. Ich war nicht so lange hin. So ab. Jetzt. Das sieht immer so komisch aus. Mm. Also so wie Link das Teil bedient, muss das ja motorisiert sein. Ja. Wir müssen auch Breakdance mäßig sein können. Yay! Hinauf! Link, das ist mal, da kotze ich gleich. Der Dungeon ist wirklich zum Kotzen. Ein Herz. Bestimmt irgendwo eine Fee. Ich wollte gerade sagen, zipp schon mal die Flasche. Ganz vorsichtig, wir wollen sie nicht aus Versehen einsammeln. Nein, bleibt hier noch das. Keine Fee? Ich brauche meinen Gleiter, das komme ich gleich nicht weiter. Ich wollte gerade sagen. Ohne Gleiter komme ich nicht weiter. Willst du Karten oder warum kommst du? Ich weiß nicht, ja, weil der Endkampf wird hier sicherlich einige Zeit dauern. Weil wir sonst zu sehr in Überlängen kommen. Also wird das ein etwas kürzerer Part. Ich hoffe, ihr seid uns deswegen nicht böse und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Cliffhanger. Wir würden uns sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.